Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu den Gameswelt-Nachrichten hier am Donnerstag, den 3. November. Ich bin der Pemin und habe wieder 4 Themen für euch dabei. Und wie ihr wisst, morgen ist Freitag, da gibt es eine neue Folge InsertCoin für euch. So, fangen wir an mit einem Gerücht und zwar ist offenbar ein neues Deus Ex in Arbeit. Es wurden zahlreiche neue Spiele für die PSVR 2 angekündigt. Atomic Heart erscheint im Februar und dann gibt es noch ein paar neue Spiele im Xbox Game Pass für euch. Wenn ihr auch in Zukunft immer auf dem Laufenden bleiben wollt und nichts mehr verpassen möchtet, lasst uns jetzt gerne ein Abo da und drückt auf die Glocke. Da werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es irgendetwas Neues von uns gibt. Jetzt viel Spaß mit den News. Es war ein Deal, den man wohl immer noch nicht ganz so wirklich versteht. Square Enix verkaufte vor ein paar Monaten 3 seiner westlichen Entwicklerstudios inklusive Marken wie Tomb Raider und Deus Ex für rund 300 Millionen Dollar an die Embracer Group. Da stellt sich natürlich die Frage, wie geht es denn jetzt mit den Studios und Marken unter der neuen Schirmherrschaft weiter? Bei Deus Ex könnten jetzt die ersten Früchte kommen. Laut Insider und Journalist Jason Schreier von Bloomberg soll es nämlich ein Comeback von Deus Ex geben. Ein neuer Teil sei demnach in einer sehr frühen Entwicklungsphase bei Eidos Montreal. Viel mehr handfeste Infos gab es dazu allerdings leider nicht. Wir halten euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden, sollte es hier etwas Neues zu geben. Sony macht endlich Nägel mit Köpfen, zumindest was die zweite Generation ihres VR-Headsets angeht. Die PSVR 2 erscheint nun offiziell am 22. Februar und kostet stolze 600 Euro. Vorbestellen könnt ihr ab dem 15. November, bedenkt aber dabei, dass ihr zwingend eine PS5 braucht. Technisch wird die Brille natürlich in vielen, wenn nicht sogar allen Aspekten verbessert und überarbeitet, aber wie sieht es denn mit den Spielen aus? Neben einem VR-Ableger für Horizon wurden nun 10 weitere Titel vorgestellt, die da wären: The Dark Pictures Switchback VR, Crossfire Sierra Squad, The Light Brigade, Hello Neighbor VR Search and Rescue, Cities VR, After the Fall, Cosmonaut High, Jurassic World Aftermath, Pistol Whip VR und Zenith The Last City. Zu Atomic Heart wissen wir eigentlich noch gar nicht zu viel und trotzdem sind wir auf den Titel sehr gespannt. Der Trailer ließ nämlich definitiv Bioshock's Vibe hochkommen und das ist ja gar nicht mal so schlecht. Nun gab es auch die ersten Gerüchte, wann der Titel erscheinen könnte. Doch bevor sich die ganzen Gerüchte verstreuen können, hat der Entwickler Nägel mit Köpfen gemacht und es kurzerhand selbst offiziell verkündet. Atomic Heart erscheint nun offiziell am 21. Februar für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series sowie den PC und ab Tag 1 im Xbox Game Pass. Wie jeden Monat bekommen auch im November wieder alle Abonnenten frischen Spielenachschub für den Xbox Game Pass. In der ersten Monatshälfte gibt es dieses Mal 10 Stück. Ab sofort verfügbar sind The Walking Dead A New Frontier The Complete Season und The Walking Dead Michonne für den PC, sowie The Legend of Tian Ding und Ghost Song für Cloud, Konsole und PC, also alle Plattformen. Am 8. November bekommt ihr dann den Football Manager 2023 für den PC und auch eine angepasste Konsolenvariante für die Cloud und Konsole, sowie Return to Monkey Island für alle Plattformen. Am 10. November folgt Vampire Survivors für die Konsole und zum Abschluss am 15. November kommt ihr noch in den Genuss von Somerville für Konsole und PC und Pentiment für alle Plattformen. Und das war's auch schon wieder mit den Gameswelt-Nachrichten für heute. Wir hören uns dann morgen wieder nach InsertCoin pünktlich hier bei den Nachrichten um 19 Uhr. Ciao!